Herzlich willkommen zur 15. Folge Opa Zock, der Banished. So, weiter geht's. Gut, unsere ganzen Arbeiter sind jetzt natürlich hier wieder auf den Feldern unterwegs. Ist schlecht. Wir müssen das hier wegkriegen. Weil man sieht es hier schon, das wächst wieder zu, ne? Wir haben halt nur zwei Labors. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, 14. 14, 18, 22. 25, 28, 31, 34. Ich denke mal, wir können dort auf 2 runtergehen. Ja, guck mal hier auch, die Natur, die kämpft sich halt wieder hier rein. Ich glaube, die gehen mit 10, werden sie Student. Und mit 18 können sie dann arbeiten. So, ich würde ganz gern hier auf 150 hochgehen. Also man sollte schauen, dass man das hier immer so hinbekommt. Das heißt also, ich erhöhe die Limits immer so. Citizens 130, 130 Tools. Dass man eigentlich immer mehr als genug da hat. So, 180 Milch. So, weil wir dann bekommen wir nämlich auch ordentlich Leder ran. Siehst du hier, Student, 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 Student. Born, Student. Da geht es wieder los. 15 Studenten. Keinen einzigen Stein. Hier war auch kein einziger Stein mit dabei, ne? Ja doch, hier sind ein paar mit dabei, aber bringt halt nicht viel. Und wie gesagt, viele, wir haben jetzt halt so die erste Sterbewelle. Das heißt also, viele unserer Elternbürger sterben nämlich jetzt uns weg. Deswegen kommen die Nomaden gerade völlig richtig. So, dann können wir nämlich jetzt hier drei als Stonecutter einstellen. Damit wir die Nomaden auch dann hier Häuser geben können. Okay, da ist einer. Und ist fein am Arbeiten. Perfekt, dann haben wir wenigstens schon mal vier Stonecutter drin.
Und die kann man nämlich hier auf Maximum 30 hochstellen. Ich glaube, das geht mit den Minen auch, ne? Das heißt, wir können hier, guck mal, 120 können wir hier drin dann sozusagen einen Job geben. So, da oben, die haben Steine bekommen. Das heißt, von den 7 Leuten kriegen dann vielleicht 2. Neues Haus. 3 sogar. Produktion 18. Ja. Gut, hier drüben wurde noch nichts angefangen. Ich müsste mal ganz kurz gucken. Der Standard-Pager war 30x30, richtig? 30x30. Der Fenster-Pager war auch 30x30. Auch 30x30. Vielleicht, warte mal, man kann doch hier auch Boardinghäuser. Storage spannend. Erstmal gucken, was der dabei hat. Nö, wollen wir nicht. So, Storage sparen. Das Holz ist voll. Ja, uns fehlt halt hauptsächlich an Stein. Wahrscheinlich hier oben auch. Ne? Die haben wahrscheinlich alles da, außer die Steine. Und deswegen ist es halt nicht schlecht, dass wir jetzt hier die Queries, was kostet denn, wenn wir das Ding tiefer machen? Ah, die brauchen auch Kerzen. Das heißt, wir müssen den Kerzenzieher bauen und müssen dann unsere Apiaries hier in Betrieb nehmen. Müssen wir dann halt natürlich erstmal hinbekommen. So, wir haben jetzt an Einwohner 145, das heißt, wir könnten hier schon mal hochgehen auf 200. So, Eisenvorräte wachsen. 236. Und die Baustellen werden hier nach und nach auch weniger. Und trotzdem brauchen wir halt da noch massenhaft an Steine. Die brauchen 68. Wir sind halt nur schon wieder nur noch auf 8 Labors runter. Wir müssen die 4 Leute, die 4 Stonecutter drin lassen. So, das heißt, hier kommt noch so ein Bettchen mit Blacksmith. Und hier auch.
kommen die links rein. Dann müssen wir gucken, dass wir die hier rausbekommen. Kinder auf 76 Erwachsene. Das wird auch. Dann müssen wir natürlich hier den ganzen inneren Bereich auch noch wegprügeln. Das kommt aber erst, nachdem wir dann halt hier drüben die Bereiche weggeprügelt haben, weil da müssen unsere Dings hin. Hier sind wir bei 98%. Alter, 5000 Fische. Zwei 33, 342. Ist dann auch alles voll mit Fischen. Und die drei graden wir mal ab. Schon mal aus sicherer. So, hier ist auch ein Haus wieder fertig geworden. Das nächste Haus wäre das Country House. Dafür bräuchten wir aber Glas. Da brauchen wir, Glas, das kommt auch noch. 40, 28, 30, 0, 29, 7, immer noch 8. Die brauchen ja auch noch mal jeweils 8. Aber ich denke mal, ohne diese hier wären wir im Moment vollkommen aufgeschmissen. Weil dann wäre nämlich hier unser Woodstockpile schon brechend voll. Das kriegen wir aber hin. 8. Sollten ja jetzt, warte mal, 34. 100 passen rein, ne? 100 passen rein. Also brauchen wir unseren zweiten noch nicht anzuschmeißen. So, da haben wir wieder ein Label bekommen. Sind wir wieder bei 9. Und die sind jetzt hier am Fällen, was das Zeug hält. Hier können jetzt unsere Bauarbeiter 10. Wir haben wieder 10. Das heißt, die nächsten können wir jetzt wieder bei den Stein reinsetzen. 92. Also es steigt hier auch. So, da haben wir den nächsten Stonecutter. Der dann hier nochmal weitere 20 Steine pro Jahr rausprügelt. Da oben sind zwei drin. Das heißt, wir müssen natürlich auch gucken, dass wir hier für Arbeit sorgen. Hier arbeiten jetzt halt die ganzen Stonecutter. So, das könnte man mal nachvollziehen, wenn wir da drauf gehen. So, die wohnen alle da. Die wohnen da und da. Die wohnen da, die wohnen da. Also im Moment haben wir noch genug. Also die wohnen halt noch alle in der Nähe.
So, da ist das nächste Haus fertig. Das heißt, uns fehlen jetzt hier nur noch drei Häuser. Da fehlen noch 40 Steine, 51 Steine, 91 Steine. Die haben alles. Die kriegen. Also 130 Steine etwa. Und hier, ja, ich sag mal so 150, 160 Steine brauchen wir auf alle Fälle noch. 60, also 2 Jahre mit dem hier oben werden wir wohl noch brauchen. So, da wird demolished. Ach so, warte mal, hier unten brauchen wir auch noch 16 Steine. Da brauchen wir auch noch mal jeweils 100, also 300. Die 230 hier, Quatsch, die 300 sind auf 355. Mega geil. Oh, da ist fast alles durch. Die sind dann noch am Machen. Grapefruit, Britten, Oliven, Blackberries, du hast ganz viel Essen dabei. Wir bräuchten halt mal wieder einen, der Seeds vorbeibringt. Irgendwie sowas. Oh, jetzt geht's hier los. Student, Born, Born, Born. Nochmal Born. Nochmal Born. 49, 79. Das heißt, wir haben jetzt mehr Kinder als Erwachsene. Also werden uns, ich denke mal so in fünf bis acht Jahren werden uns hier sehr, sehr goldene Zeiten bevorstehen. So, wie sieht das jetzt aus hier? 160, 200. Und das Stonecutter wurde von einem herabfallenden Stein getroffen. Dammit. Ach Gott, mal hier unten ist ja auch noch ein See. Und hier können wir dann auch ganz, ganz viele Mini am Rand reinsetzen. Hier ist so ein kleiner Fluss, also hier ist der wirklich der einzige schiffbare Fluss. Noch einer? Nee, ich wollte gerade sagen. Ah, hier laufen schon wieder ein paar rum. Und arbeiten. Hier laufen mehr rum. Auf alle Fälle. Nächster Punkt, den wir halt bräuchten. Ich glaube, es war noch nichts. Wäre dann das hier. Die nächsten beiden Häuser werden gebaut. Ziehen auch sofort wieder welche ein. Obwohl wir mehr Homes als Families haben. Pass auf, wir brauchen irgendwo einen Platz für ein Boardinghaus. Da oben geht's nicht. Hier unter Umständen. Bauen wir hier mal ein Boardinghaus hin. Also sozusagen ein Obdachlosenheim, weil wenn wir nämlich jetzt anfangen, dann unsere ganzen Holzhütten hier abzureißen und die halt zu Steinhütten machen, so
sobald wir hier, ich sage jetzt mal, mehr als 200 Steine drin haben, wobei das höchstwahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern wird. Müssen wir mal gucken. Aber wie gesagt, wir kommen halt im Moment nicht so wirklich über diese Dings auf. Wir haben 5 Stone Cutter. Auf 30 hoch. Alles klar, die wird auch gebaut. Das heißt, dann fehlen jetzt noch 5 Steine hier. Die kommen da gerade. Dann ist das auch erledigt. Dann müssen nur noch die paar Steine nach hier vorne hin. Dann können wir das verlegen. Dann fehlen natürlich hier noch die ganzen Steine. Und im Boardinghaus auch. Ah, guck mal. Wie sah das dies hier aus mit der Produktion? 18,8 zu 14. 16,3 brauchen wir da schon. Also das heißt, es wird jetzt genau rechtzeitig fertig, dass wir jetzt hier dann 4 weitere Felder hinsetzen können. Wofür wir aber die Leute nicht haben. Dafür bräuchten wir halt nochmal 8 Laborers. Und dann sind wir halt wieder auf 1 runter und kriegen wieder für die Stone Cutter nichts. Ist auch soweit. 0 von 8, 2 von 8, da sind auch schon 2 drin. Gut, dann haben wir das auch gleich erledigt. So, nächster Punkt wäre dann. Seid ihr hier schon am Fällen oder was? Sehe ich aber keine Leute. Student born, Student born. Okay. Sehr schön. Die wird gebaut. Da ist das dritte Ding fertig. Der Vorteil ist natürlich von, also die Wuddenhäuser, die verbrauchen natürlich Feuerholz. Die Steinhäuser sind besser gedämmt und verbrauchen dementsprechend weniger Feuerholz. Sie kosten zwar mehr, haben natürlich aber auch Vorteile. So, hier kommt doch mal wieder ein bisschen Biber. Das ist letzte Saison schon gewesen. 5,20. 5,20. 5,20. 4,45. Na gut. 10 Labors haben wir wieder. Elf haben wir. Das heißt, ein Stone Cutter. Wie viele Miner haben wir? Auch 6. Ich würde ganz gerne bei beiden auf 8 hochkommen. Student, born, Student und einmal gestorben. Du kannst auch auf 30 hochgefahren werden. Das heißt, es können jetzt bei beiden 120 Leute rein. Gut, aber dann müssen wir halt gucken. 100%, 96, 95. Dass wir dann auch die Kerzen ranbekommen.
So. Die sind arbeitslos. Und könnt euch dann gleich jetzt da drüben verteilen. Wobei, wie sieht das hier aus? 410. Da kommt der siebte rein. Also eigentlich brauchen wir... Dort keine Ex. Hast wieder was dabei und wir können hier keine Seeds bestellen. Danke für das Gespräch. Dich braucht man nicht. Speichern. Wunderbar. 3 ohne Job. Aber dein Job ist gesichert. Du hast da auf jeden Fall schon. Musst halt nur mal kurz Zeit haben, dass du merkst, alles klar, da geht's wieder los. Und da haben wir den nächsten Laborer. Den können wir sofort reinschmeißen. Dann haben wir hier unsere 8 Leute drin. Jetzt haben wir 11. Davon schmeißen wir jetzt nochmal einen zu den Bauarbeitern hin, weil die haben hier doch relativ viel Druck aktuell, weil die jetzt auch die Steine hier bekommen haben. Und wir hier unten natürlich immer noch unsere Aufträge haben. Aber die Aufträge hier vorne sind abgeschlossen. Aufträge rein. Das heißt, wir bauen jetzt hier schon mal die beiden Blacks. Moment. Das kam mir vorher eben schon so ganz komisch vor. 11. 11, ja. Sah eben nämlich schon ganz komisch aus. So, jetzt kommen noch die Blacksmiths hier rein. Dann haben wir nämlich die auch erledigt. Hier wird gebaut. Mit 3 Leuten sogar dran. Der Bereich hier muss noch weg. Der Bereich hier nach unten muss noch weg. Der Bereich hier muss auch noch weg. Der Bereich nach hier drüben natürlich auch. Auch mal hier haben wir noch ordentlich Steine drin. Euch 3 geben wir da mal rein. So, unsere Bauarbeiter haben noch 32 Aufträge. So, du bist fertig.
Oh nein, Moment. Das heißt, du kannst, du kannst, du kannst. Das können die nämlich jetzt schön umarbeiten. Und dann sollten wir damit auch durch sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.